kriegt Schub und man weiß gar nicht, wo es herkommt, vor lauter also Geräuschlosigkeit. Sehr modernes Ambiente. Es war ein wunderschönes Erlebnis. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen der Adam Opel AG hier bei uns im Testzentrum Dudenhofen begrüßen. Erstens mal ist es für mich natürlich ganz wichtig, hier von Ihnen Feedback zu bekommen. Zum zweiten Mal, denke ich mal, zeigt das aber auch, wie wichtig das Thema bei Opel genommen wird, in die Zukunft, in die Elektromobilität zu investieren. Aber jetzt ist wirklich Zeit zum Fahren. Heute ist nicht der Tag für lange Präsentationen, sondern heute ist Ihr Tag. Sicherlich freuen Sie sich schon darauf, den Ampera zu fahren. Und damit wünsche ich Ihnen einfach viel Spaß. Dankeschön. Der Kunde hat die Möglichkeit, in die geheimste Ecke des Konzerns zu kommen, auch mal hier ein Prototyp vorbeihuschen zu sehen. Super Event, was Opel da gemacht hat. Man fühlt sich wie ein Testfahrer. Also das ist wirklich mal ein Event. Das kann nicht jeder sagen, dass er das mal mitgemacht hat. Dieses e-Pioneer hat sich schon 3 bis 4 Mal ausgezahlt für mich. Das Fahrzeug ist absolut beeindruckend. Das ist die Laufruhe, man hat wirklich keine Laufgeräusche. Die Idee, mit diesem Elektromotor mit 2 zu agieren, macht einfach Spaß. Es ist voll alltagstauglich, die Beschleunigung ist sofort da. Ja, es ist sehr beeindruckend, fand ich, das ruhige Dahingleiten, das ruhige Fahren und natürlich das Bewusstsein, besonders umweltfreundlich unterwegs zu sein. Was mir am Innenraum sehr gut gefallen hat, ist, dass das so ein bisschen innovativ rüberkommt. Also die verschiedenen technischen Features auch, dass man eben sieht, wie eben die Energie zurückfließt, eben wenn das Fahrzeug eben negativ beschleunigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sicherlich eines der besten Angebote, endlich elektrisch zu fahren.